Jeroen Dijsselbloem muss wieder einmal durchgreifen. Der Chef der Eurogruppe hat Zypern erklärt, dass es keine Änderungen am Hilfspaket geben werde. Dijsselbloem wies den Inselstaat außerdem darauf hin, die Bedingungen der Eurozone umzusetzen. Zypern soll insgesamt 10 Milliarden Euro bekommen. Für die Regierung ist das allerdings zu wenig. Sorgen macht auch weiter Griechenland. Deswegen hat Dijsselbloem den Druck auf die Hellenen erhöht. Die Troika müsse ihre Prüfungen Anfang Juli erfolgreich abschließen. Andernfalls könnte die Eurozone die nächste Hilfstranche verzögern. Anfang der Woche hatte die Troika ihre Untersuchungen unterbrochen. Die Experten appellieren an Griechenland, die Reformen nachhaltig umzusetzen. Aktuell kämpfen die Hellenen darum, ihre Regierungskoalition zusammenzuhalten. Die Eurogruppe hat allerdings nicht nur die Länder im Blick. Auch im Bankensektor gibt es für die Politiker noch einiges zu tun. Die Euro-Finanzminister haben sich deswegen auf erste Grundregeln für direkte Hilfszahlungen aus dem Rettungsschirm ESM geeinigt. Insgesamt sollen 60 Milliarden Euro aus dem ESM dafür bereitgestellt werden. Dadurch soll verhindert werden, dass angeschlagene Banken ganze Staaten in Bedrängnis bringen. Bevor das Geld genutzt werden kann, müssen allerdings noch die Voraussetzungen geschaffen werden. Zum einen soll 2014 eine Bankenaufsicht etabliert werden. Zum anderen müssen die Finanzminister noch den genauen Ablauf bei der Abwicklung gescheiterter Banken festlegen. Klar ist jedenfalls, dass die Eurogruppe auch in Zukunft wohl noch häufiger durchgreifen muss.